Dresden, vielgerühmte Stadt. Wo nach 1945 die erste antifaschistisch-demokratische Landesregierung ihren Sitz hatte, wurde 1959 die höchste militärische Lehreinrichtung der DDR gegründet. Von meinem Studium hier an der Militärakademie erwarte ich vor allem, dass ich mir einen wissenschaftlichen Arbeitsstil aneigne, der es mir ermöglicht, auch selbstständig Probleme zu erfassen und erschließen, um sie später schöpferisch in der Truppenpraxis anzuwenden. Ich erwarte hier an der Akademie nicht nur verschriftliche Militärwissen zu bekommen, sondern auch neue echte Freunde kennenzulernen. Ich war Bataillonskommandeur in einem Schützentruppenteil. Ich erwarte von meinem Studium hier an der Militärakademie, dass ich meine militärfachlichen und meine Kenntnisse auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften verbessern kann. Vor der Aufnahme des Studiums an der Militärakademie Friedrich-Engels diente ich als Offizier der Aufklärungstruppen der polnischen Volksarmee. Vor Beginn der Aufnahme meines Studiums an der Militärakademie diente ich als Stabsoffizier in einem Truppenteil der Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik. Mit der Erziehung hochqualifizierter militärischer Kader leistet die Militärakademie ihren Beitrag zur Verteidigung unserer Revolution. Höchste staatliche und militärische Auszeichnungen würdigen den Erfolg der Arbeit. Und wer danach fragt, was hat die zentrale Stätte der Erziehung und Ausbildung der wissenschaftlichen Arbeit in der MVA bewirkt, dem kann heute geantwortet werden. Schaut euch um in den Divisionen, Flottillen, den Regimentern und Geschwadern, an den Offiziershochschulen unseres Landes, aber auch in den Kommandos und Stäben, in den Führungsorganen der Landesverteidigung, überall trefft ihr auf die Genossen mit dem roten Akademieabzeichen neben den Absolventen sowjetischer Akademien. Und charakteristisch für sie, wie für alle uns Offiziere, ist, dass sie die militärische Pflicht ganz selbstverständlich als Klassenauftrag der Partei erfüllen, dass sie deutsch-sowjetische Klassenwaffenbrüderschaft, dass sie Freundschaft zwischen den sowjetischen Völkern und Armeen ihr Denken, Fühlen und Handeln bestimmt, dass sie über eine solide politische und militärakademische Bildung verfügen und doch geblieben sind, was sie immer waren, Söhne unseres werktätigen Volkes, Arbeiter in der Uniform. Für mehrere Jahre vertauschen in der Praxis bewährte Offiziere ihren Platz in den Kasernen und Ausbildungsstätten von Truppe und Flotte mit dem Hörsaal. Vor
Vorbereitung für höhere Aufgaben als Kommandeure, Politarbeiter und Stabsoffiziere. Ein Kampfauftrag besonderer Art, für dessen Erfüllung nicht nur eigene Erfahrungen genutzt werden. Дорогие товарищи, я рад предоставленной мне возможности вновь встретиться с вами и выступить по актуальным проблемам развития теории политики партии на современном этапе. Товарищи, советский народ... Man lernt voneinander und miteinander. Austausch von Lektoren ist eine Form der Zusammenarbeit mit den Bruderarmeen und ihren Akademien. Auch zu zivilen Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen bestehen enge Kontakte. Большой вклад внес он в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества. In einem Kabinett der Sektion Gesellschaftswissenschaften. Weltanschauliche Grundpositionen wollen untermauert sein. Ganz im Sinne von Friedrich Engels. Die entschiedensten Kommunisten waren die couragiertesten Soldaten. Genossen, ich begrüße euch zu unserer heutigen Parteigruppenberatung. Ganz besonders herzlich begrüße ich unsere Gäste, den Genossen Generalmajor Bühlein und unseren Lehrgruppenleiter, den Genossen Oberstleutnant Geiling. Wir wollen in unserer heutigen Parteigruppe... Entschiedenheit und Courage. In der konkreten Arbeit der Parteigruppen bilden und bewähren sich solche Eigenschaften. Und wollen uns die weiteren Aufgaben bis zum militärakademischen Abschluss klar machen. Ja, ihr wisst, Genossen, die Vorbereitung dieser Höhepunkte, wie wir sie in unserem Wettbewerbsprogramm beschlossen hatten, standen bei mir unter der Zielstellung, die Leute gut zu erreichen. Das ist mir in allen hier angesprochenen Abschlüssen gelungen. Woran hat das gelegen? Insbesondere, dass es mir zum Beispiel gelungen ist, in der operativ-taktischen Ausbildung Division D2 zu packen. Im Regiment reicht es nur zur 3. Ich möchte noch etwas sagen zur Abschlussprüfung im Fach wissenschaftlicher Kommunismus. In dieser Prüfung haben alle Genossen um gute Ergebnisse gerungen. Und die Ergebnisse weisen auch aus, dass wir ein leistungsstarkes Kollektiv sind. Sehr gute und gute Leistung gab es, aber auch einige befriedigende. Und diese befriedigenden Leistungen, das sind unsere Reserven für die Hauptprüfung beim Abschluss der militärakademischen Ausbildung. Ihr müsst bei der Diplomverteidigung immer davon ausgehen, dass zu dem Gegenstand, den ihr beschrieben habt, im Saal ihr am meisten wisst. Die anderen wissen bedeutend weniger. Nicht zittern und zagen vor jenen, die vor euch sitzen. Denn vor euch werden auch Klassengenossen sitzen, Freunde, Genossen, die mit euch mitfiebern, mit überlegen. Strahlt diese Sicherheit aus. Und seid euch der Kameradschaft und der Verbundenheit der Lehrer, der Genossen aus der Truppe mit euch ganz sicher. Wir betrachten die umfangreichen neuen Anforderungen zur Erhöhung der Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft als eine direkte Herausforderung an unsere Tätigkeit in Erziehung, Lehre und Forschung. Ausschlaggebend für die zu erreichenden Ergebnisse wird sein, wie wir es künftig noch besser verstehen, die Wissenschafts- und Hochschulpolitik der Partei und die Befehle des Ministers für nationale Verteidigung an der Militärakademie weiter durchzusetzen und allseitig zu erfüllen. Eine Schlüsselfrage wird dabei das gemeinsame Verständnis des Lehrkörpers sein. Welche Bedeutung der wissenschaftliche Vorlauf für die Erziehung... Wissenschaftlicher Vorlauf, fast ein Schlagwort. Was Inhalt und Gewicht betrifft, der Chef der Militärakademie, Generalleutnant Professor Wiesner, macht es auf der wissenschaftlichen Konferenz deutlich.
dem Gegner keinen Fußbreit Boden überlassen. Darum geht es. Ob Publikationen, Anschauungstafeln, Modelle. Die wissenschaftlichen Exponate wirken über die Hörsäle der Akademie hinaus. Generale und Offiziere der Führungsorgane, Waffenbrüder, Vertreter der Praxis. Unter ihnen viele Absolventen der Militärakademie. Generaloberst Strelitz, Stellvertreter des Ministers und Chef des Hauptstabes. Eine komplexe Ausbildungsanlage für taktische Probleme, ja? Ja. Hauptstadt, das Vor dem wissenschaftlichen Erfolg, vor der Umsetzung in die Praxis steht die Mühe. 250.000 Bücher, Mikrofisches und 500 Periodika zu Geschichte, Weltstand, Entwicklungstendenzen in Gesellschaft und Militärwesen erwarten ihre Nutzer. Sie kommen zur genau gegenteiligen Meinung. Worin sehen Sie die Ursache für die von Ihnen in Ihrer Dissertationsschrift gemachten Darlegung? Genosse Generalmajor, bei meiner Promotion. Ein Gipfelpunkt wissenschaftlicher Bemühungen ist erreicht. Die meisten Promotionen vor dem Wissenschaftlichen Rat der Militärakademie führen zum akademischen Grad eines Doktors der Militärwissenschaften. Dieser Promovent ist Angehöriger des Lehrstuhls Geschichte der Arbeiterbewegung und Militärgeschichte. Welche Möglichkeiten sehen Sie, die von Ihnen vorgelegten Forschungsergebnisse truppenwirksam zu nutzen? Genosse Oberst, mit Ihrer Frage berühren Sie ein Problem, das ich sicher nicht im Rahmen dieser Verteidigung allein beantworten kann. Ich möchte aber wie folgt hier in denkbarer Kürze doch eine Zwischenantwort geben. Ich sehe erstens die Möglichkeit, die Ergebnisse dieser Arbeit unmittelbar zu nutzen in der gesellschaftswissenschaftlichen Weiterbildung der Offiziere. Zweitens sollte diese Dissertation einbezogen werden in die Tätigkeit der Traditionszirkel dieses Verbandes und insbesondere in die Tätigkeit des Traditionszirkels, der beim Führungsorgan des Verbandes besteht. Die Promotionskommission hat in ihrer geschlossenen Sitzung gründlich die Ergebnisse der Verteidigung der vorgelegten Forschungsergebnisse eingeschätzt und beschlossen. Als Gesamtbewertung der Promotionsleistung summa cum laude ausgezeichnet. Dem Chef der Militärakademie wird entsprechend der genannten Ergebnisse vorgeschlagen, an Oberstleutnant Thiel den akademischen Grad eines Doctor Philosophiae, Dr. Phil, zu verleihen. Zeit ihres Studiums gehören die Offiziershörer zu dieser Stadt und ihren Bewohnern.
das geht im halbautomatischen Zyklus jetzt. Ja. Wir lesen die Klemmung und mit Hilfe dieser Kette da fahren wir raus. Das Werkstück wird nach unten weggefahren und das neue kommt runter. Ja. Der Werber, der an dieser Maschine, an diesem Palettentisch hier, die Werkzeuge spannt oder entspannt, wird gesichert durch dieses Gitter, was ja im Prinzip immer davor ist, wenn er hier arbeitet, ja, sodass er nie in die laufende Maschine reingeraten kann. Jetzt sehen Sie, das ist im Prinzip der Zuführungsaugenblick des Palettentisches, dieses Gitter ist aufgegangen, der Wechsel kann jetzt erfolgen in dieser Wechseleinrichtung. Jetzt wird dieser Tisch angekippt zum Entfernen der Späne. Ja. Und eins ist ja hierbei wichtig, das ist eine ganz interessante Arbeit. Und interessante Arbeiten sind immer gefragt. Und das klar ist. Ja. Wie lange war die Überleitdauer jetzt von der Entwicklung, Konstruktion, der Neuerung bis zur Herstellung dieser neuen Maschine? Weißbrot praktisch. Ein Weißbrot weg, bis in die... Das ist anderthalb Jahre etwa. Jahr, das heißt aber trotzdem Veränderungen, so wie wir das hier drüben gesehen haben, jetzt mit der neuen Klappe. Das wäre jetzt ein neues Teil, was jetzt dazu gekommen ist, aufgrund der technischen Veränderungen. Aufgrund der neuen technischen... Im Patenbetrieb begegnen sich nicht etwa Fremde. Die Gemeinsamkeiten sind ein Merkmal unserer Armee und ihrer Geschichte. Genossen Offiziere, ich weise Sie ein in die Lage. Der Kommandeur der Hubschraubergruppe meldet dem Kommandeur der Landungskräfte das Ausmachen... Kommandeure und Stabsoffiziere der Flottenkräfte erhalten in der Sektion Seestreitkräfte das Rüstzeug für ihre künftigen Führungsaufgaben. Lichten der Minensperre durch die UAW-Schiffe. Zweitens, Schaffen einer Gasse durch die MSR-Schiffe. Drittens, Umformierung der Landungsabteilung zum Durchbruch. Kapitänleutnant Günther... Erläutern Sie die Handlung der MSR-Schiffe. Nach Erhalt des Befehles erfolgt die Umformierung der Schiffsräumgruppe in die Kiellinie. Der Formationswechsel wird in folgender Reihenfolge... Die Arbeit am Planschett gehört zu den traditionellen Methoden der Ausbildung, die auch in Zukunft ihre Bedeutung behalten. Unser Vergangenkapitän, Ausführung beendet. Achtung! Neuer Kurs, 300 Grad, Distanz 12 Seemeilen. Neuer Kurs, 300 Grad, 12 Seemeilen. Neue Information in die Lage, 16.12 Uhr. Ziel Nummer 1, 218, 210, Kennung positiv. Schulterhalter 1 meldet. Ziel 127, 225. Mehr und mehr hält moderne Rechentechnik Einzug in die Akademie. Rechnergestützte Ausbildung ist in greifbarer Nähe. Wissensvermittlung auf der Höhe der Zeit. Rechtskurs 125 Grad. Radlandzentrum, Raketenseite. Seitenpeilung 125. Seitenentfernung 200. Salve. Nun die Frage an alle. Welchen operativen Aufbau wird der Gegner wahrscheinlich vornehmen, um seine Absichten zu verwirklichen? Kapitänleutnant Strauß. Meiner Meinung nach wird der Gegner wahrscheinlich eine Gruppierung für die Handlung in der Hauptrichtung, eine weitere für die sicherstellende Handlung bilden und sich eine Reserve für unvorhergesehene Aufgaben schaffen. Ausführung beendet. Falke für Adler. Falke. Aufgabenstellung. Start DHS. Ziel 18.03, bei Verletzung der Staatsgrenze aufklären und zur Landung zwingen. Achtung, Aufgabenstellung. Starten DHS. Handlung gegen das Ziel 18.03. Bei Verletzung der Staatsgrenze visuelle Aufklärung und zur Landung zwingen. Zu Befehl. 250 von Vostok.
DHS-Start zur Aufklärung. Praxisnahe Simulation einer Luftlage in der Sektion Luftstreitkräfte, Luftverteidigung. Die von den Wissenschaftlern und Neueren entwickelten technischen Ausrüstungen und Verfahren helfen, reale Vorstellungen von Beginn und Verlauf möglicher Kampfhandlungen zu vermitteln. Genosse Oberleutnant, präzisieren Sie das Zusammenwirken mit Pfeil zur Deckung der Gefechtsordnung der 250 bei einem Einflug in die Feuerzone. Zum Befehl. Beherrschung der automatisierten Führungssysteme heißt auch schnelles und exaktes Denken im Dialog mit moderner Technik. Ziel 1803 reagiert nicht auf Signalgebung. Erlauben Sie Warnfeuerstoß. Lassen Sie Warnfeuer schießen. Zu Befehl. Achtung, Aufgabenstellung. Gegen Ziel 1803 Warnfeuerstoß. Rostock, Gruppe 250. Ziel setzt Fluggerade geliefert. Folgt der Aufforderung zur Landung. Verstanden. Kommandeur, das Ziel reagiert auf das Signal. Verstanden. Adler von Falke. Hier, Adler. Landung des Luftraumverletzers zur Uhrzeit 22. Nicht nur den Bedingungen für Lehre und Forschung wird gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. Vielfältig sind die Möglichkeiten für Erholung und Entspannung. Gäste vom Staatstheater der Garnisonsstadt. Ja, ein Gewehr, das ist was Feines, sagte Jean-Pierre und lachte hell. Und sein Papa hätte auch so eines, freilich ein älteres Modell. Drauf sagte ich ganz hingerissen, weil ich vor Sehnsucht fast verging. Kommt sie's heraus, jetzt will ich's wissen, wie funktioniert denn so ein Ding? Kein Kavalier lässt lang sich bitten, drum zeigt ihr's gleich her. Ein stetes Fest, ganz unbestritten, hübsch ist sein Gewehr. Ich sah schon viel von diesen Dingern, aber noch keins zum Greifen nah. Ahnungslos hielt ich's in den Fingern, Mutter, du staunst, was da geschah. Plötzlich im hellsten Sonnenscheine warf er mich auf das grüne Moos. Im Fallen dachte ich nur das eine, lass das Gewehr jetzt bloß nicht los. Dann zeigt er sanft auf mich hernieder, sonst weiß ich gar nichts mehr. Doch als der Schuss fiel, dachte ich wieder, hübsch ist sein Gewehr. Wir wollen uns jetzt ansehen, wie sich die gezurrte Kanone und die stabilisierte Optik während der Bewegung des Panzers verhält und können feststellen, dass sich zunächst beide durch die Nickbewegung des Panzers... Studienalltag in der Sektion rückwärtige Dienste. Um die neueste Militärtechnik einsetzen und führen zu können, brauchen die Offiziershörer der rückwärtigen und der technischen Dienste theoretische Grundlagen und praktische Fertigkeiten. Wir stellen fest, dass die Bewegung der Kanone und die Bewegung der Ziellinie über die Kreise gesteuert werden. Dieser vietnamesische Aspirant bereitet sich auf seine Promotion als Doktor-Ingenieur vor. Die Druckverläufe sind sehr schön regelmäßig. Damit kann man zufrieden sein. Und was machen die Betriebsdaten vom Rechnerprotokoll? Die BR ist noch höher als bei BK. Optimaler Treibstoffeinsatz und Untersuchungen zur Vielstoffeignung ist sein Thema, welches wie viele andere in enger Kooperation mit der Industrie bearbeitet wird.
Die Impulssteuerung gestattet ein stufenloses Stellen der Drehzahl der Richtantriebe des Schützenpanzers. Die Impulssteuerung der Drehzahl im Ankerstromkreis besteht im periodischen Unterbrechen des Ankerstromes. Dadurch liegt am Anker eine Folge von Spannungsimpulsen an. Für die am Anker des Stellmotors anliegende mittlere Spannung kann folgende mathematische Beziehung Theorie und Praxis. Für die Hörer aller Sektionen steht die Aufgabe, militärische Grundfertigkeiten zu bewahren. In der Sektion Landstreitkräfte besitzt die Ausbildung im Gelände dabei ein spezielles Gewicht. Kommandeur der Regimentsartilleriegruppe, wie viele Abteilungen sind feuerbereit? Das hat man. Zwei Abteilungen der Regimentsartilleriegruppe sind feuerbereit, eine Abteilung beim Stellungswechsel. Leiter Artillerie, schlagen Sie vor, Entfeilungsabschnitt der Panzerabwehrreserve. Genosse Hauptmann, ich schlage vor, die Panzerabwehrreserve im Entfaltungsabschnitt einzusetzen. Rechte halbe. Auch das will gelernt sein. Kurz, knapp und präzise. Im modernen Gefecht bleibt keine Zeit für Polemik. Ich präzisiere, Entfeilungsabschnitt, halb rechts, 1500, einzustehendes Haus, geradeaus, 1000, rechte Waldkante. Genossen Offiziere, ich habe mich entschlossen, unter Ausnutzung des Feuers der Artillerie, des Feuers der Panzerabwehrreserve und unter Einführung der zweiten Staffel den Gegenangriff des Gegners abzuwehren, aus dem Abschnitt, rechts, 1500 Scheune. Geradeaus 1000 Wegekreuzung. Für folgende Stellvertreter, Chefs und Leiter wird die Zeit der Meldung des Einsatzvorschlages präzisiert. Stellvertreter des Kommandeurs und Leiter Politabteilung. Ja. 21:15 bis 21:20. Ein Höhepunkt im Rahmen des Studiums beginnt. Kriegsspiel. Ein Wort, das nur schwer über die Lippen geht. Ein ernstes Spiel. Offiziershörer aller Sektionen werden mit realen Bedingungen konfrontiert. Berechnen Sie die Gefechtsmöglichkeiten der Seiten. In die Vorbereitung des Entschlusses wird die zentrale Rechenstation einbezogen. Exakte Berechnungen und Durchspielen verschiedener Ansätze ermöglichen eine optimale Variante. Товарищ майор, доложите замысел боя по-русски. Есть. Решил. Нанести главный удар в направлении Мос-Роша. Сосредоточить силы и средства на рубеже ТП-12-3, ТП-25. Прорывать оборону противника силами двух полков. Der als Divisionskommandeur handelnde Offiziershörer meldet seinen Entschluss dem Leitenden der Übung und dessen Stab, zu dem Offiziere aller Sektionen gehören. In der ersten Staffel drei Regimenter, in der zweiten Staffel ein Regiment. Genosse Generalmajor, Ausführung beendet. Einverstanden, Genosse Major, Sie können Platz nehmen. Stellvertreter des Kommandeurs für Technik und Bewaffnung. Hier, Genosse Generalmajor. Wie ist die Sicherstellung mit FLA-Raketen gewährleistet? Die Zuführung von FLA-Raketen erfolgt am 7.12.31 zum Übergabepunkt. Mit Bestand und Zuführung verfügt die Division über die befohlene Auffüllung an FLA-Raketen. Genosse Oberstleutnant, melden Sie die Lage an den Gefechtsstand. Zum Befehl, Genosse Major. Falken. Adler 10, 4 Falke. Habersbruch. Kommen. Falke. Falke. In der nächsten Etappe stehen die Führung der Truppen zur Verwirklichung des Entschlusses und das Zusammenwirken im Mittelpunkt. Die räumlichen und technischen Bedingungen im Lehrgefechtsstand der Sektion Landstreitkräfte
entsprechen einer gepanzerten Führungsstelle. Es muss wie in der Realität unter hohen physischen und psychischen Belastungen gehandelt werden. Trigonometrie 3,5 erfüllen in Richtung und den Angriff in die Tiefe entlang der Autobahn zu entwickeln kommen. Keine technische Spielerei. Mit Hilfe dieser Anlage, die im Rahmen einer Dissertation entwickelt wurde, können unterschiedliche Nachrichtenverbindungen wirklichkeitsgetreu simuliert werden. 21 kommen. Sehe. So. Symmetrischer Punkt. Jawohl. Entwicklung, Angriff in die Tiefe. Entlang der Autobahn. Auf dem Gefechtsstand eines Regimentes dieser Division. Eine komplizierte Lage ist entstanden. Jetzt muss der als Regimentskommandeur Handelnde zeigen, ob er sein militärisches Handwerk souverän beherrscht. Nach dreijährigem Studium Diplomvergabe durch Generaloberst Kessler, Stellvertreter des Ministers und Chef der politischen Hauptverwaltung. Sie, Genossenabsolventen, sind aufgefordert, sich in Ihrem Verantwortungsbereich mit all Ihrem Wissen und Können mit revolutionärer Leidenschaft an die Spitze des Kampfes, um eine weitere Erhöhung der Kampfkraft, Gefechts- und Einsatzbereitschaft zu stellen, damit diese den neuen Kampfbedingungen immer voll gerecht wird. Dank und Auftrag. Im Verlauf meines Studiums hier war es mir möglich, mir Kenntnisse anzueignen, die mich zur Arbeit in höheren Kommandeursdienststellungen befähigen. Nach Abschluss meiner Ausbildung werde ich Stabschef einer UAW-Schiffsabteilung. Noch in diesem Jahr werde ich die Militärakademie absolvieren und werde meinen Dienst in der Truppe aufnehmen als Stellvertreter des Kommandeurs für Technik und Bewaffnung eines Truppenteils. Nach Beendigung meines Studiums werde ich als Stellvertreter des Kommandeurs für politische Arbeit wiederum in einem Artillerieregiment im Norden unserer Republik meinen Dienst versehen. Im Verlauf der Ausbildung hier an der Militärakademie habe ich mir ein hohes Maß an politischem, militärischem und spezialfachlichem Wissen angeeignet und ich sehe meine zukünftige Aufgabe darin, diese als Stellvertreter Kommandeur für Ausbildung eines Truppenteils in die Praxis umzusetzen. Traditioneller Empfang im Staatsrat durch Genossen Erich Honecker. In dieser feierlichen Stunde wird das Versprechen bekräftigt, welches die Absolventen bei der Entgegennahme ihrer Diplome gaben. Ich diene der Deutschen Demokratischen Republik.